Was aber interessant ist, und das muss man nach dieser Woche auch konstatieren, im Prinzip ist das nicht mehr dieser FPÖ-Ausschuss, wo die Machenschaften der FPÖ untersucht werden müssen. Das sehen wir nach dieser Woche. Ich darf darauf verweisen, dass die Vertreter der FPÖ oder die FPÖ-nahen Befragungs- und Auskunftspersonen im Ausschuss, dass die nach bestem Wissen und Gewissen ihre Aussagen getätigt haben. Da war dann schon wieder die Beschwerde von der anderen Seite zu hören, der Dr. Fuchs hätte zu viel gesagt, dass irgendwas muss am Recht sein. Und wenn man das gegenübersteht, stellt der Vorstellung, die die ÖVP dort geliefert hat, mit 86 Erinnerungslücken beim Gernot Blümel. Unglaublich. Ja. Da muss man mal sagen, wir stehen auf jeden Fall, sofern man sich in einem laufenden Verfahren nicht belastet und es sehr, sehr selten passiert, dass man sich überhaupt unsererseits entschlagen hat, stehen wir da für Transparenz. Jetzt fällt uns auf, dass es die neuen Listen gibt für die Auskunftspersonen und da ist keine einzige FPÖ-Auskunftsperson mehr drauf. Oder ich glaube, eine Person noch, von der man was wissen möchte. Der Rest ist Kohlrabenschwarz. Und ich glaube, der Ausschuss hat insofern diese Wendung genommen, weil der Aktenbestand einfach hergibt und zeigt, dass die ÖVP drauf und dran ist, einen tiefen Staat zu errichten und zu betreiben und dass sich der schwarze Faden durch die ganze Republik zieht. Das führt dazu, dass offensichtlich die NEOS und die SPÖ, denn die haben ja natürlich das Vorschlagsrecht, weil sie den Ausschuss auch reinberufen haben, zu dem Schluss gekommen sind, wir haben die FPÖ fertig befragt. Das ist alles klar. Wir haben unseren Schnitt gemacht, was HC Strache betrifft, was den Johann Katrinas betrifft. Unsere Manager und Minister sind jetzt befragt worden, es wird niemand mehr von uns vorgeladen. Das heißt, ich glaube, es geht der Ausschuss jetzt wirklich in die Richtung, dass man, und das verstehe ich auch, weil, wie gesagt, wir haben auch 1,5 Jahre mit der ÖVP regiert, dass man sich jetzt einmal anschauen muss, was hat eigentlich die ÖVP währenddessen getrieben, was haben sie die eigentlich für ein kleines Reich zusammengezimmert.